Auf die Plätze. Fertig. Damit startfrei für das Gerhard Schlegel Gedenksportfest 2017. Die Leichtathletik hat sich nur eine kurze Auszeit über die Jahreswende genommen und begrüßt das neue Jahr standesgemäß mit einem Knall. Über 600 Athleten stellen sich in denen von ihnen gewählten Disziplinen wie Stabhochsprung, Hochsprung, Weitsprung, Sprint, Hürdenlauf und vielen mehr der Konkurrenz. Das vom Berliner Leichtathletikverband organisierte Sportfest erfreut sich eines riesigen Zuspruchs und vielen fleißigen Athleten, bei denen heute zu sehen sein wird, wer seinen Trainings- und Ernährungsplan auch über Weihnachten und die Silvesterfeiertage eingehalten hat. Berliner Leichtathletik hat einen relativ breiten Nachwuchs, ist da gut aufgestellt. In der Spitze hapert es ab und zu noch ein bisschen. Also die Spitze ist bei uns relativ dünn noch. Aber dieses Problem haben sicherlich alle anderen Sportarten auch. Ja, und einer hat sich bereits aus der Masse in die Spitze hervorgearbeitet. Fred Isaac Fleureson ist ein Eigengewächs des Berliner OSC und die Nachwuchshoffnung des Berliner Leichtathletiksports. Wir trainieren mit 4, 5 großen gelernten Zehnkämpfern, die Männer und Frauen sind. Und mit denen misst er sich immer. Das ist ein persönliches Battle, auch im Training. Daran wächst er und der will immer so gut werden, wie die Großen auch sind. Und da haut er sich voll rein. Der Ehrgeiz ist da ungebrochen. Um es bis an die Spitze des Landes zu schaffen, ist dieser auf jeden Fall vonnöten. Bis zu 6-mal die Woche Training steht für den Schüler auf dem Plan. Schließlich soll er für die kommenden Aufgaben und Wettkämpfe gut vorbereitet sein. Ich plane schon den Leistungssport. Zehnkampf ist sein Ding. Eine Disziplin alleine genügt ihm einfach nicht. Es sind zu langweilig. Er muss 10 verschiedene haben und deswegen geht das so bei ihm. Was natürlich auch eine gewisse Qualität in der Breite mit sich bringt. Fred Isaac ist heute im Hochsprung mit einer angepeilten Höhe von 1,70 Meter der, den es zu schlagen gilt. Und auch im Sprint, Hürdensprint und Kugelstoßen geht das Nachwuchstalent mit den besten Meldeergebnissen ins Rennen. Doch zuerst einmal steht nun der Hochsprung an. Und die Sprungkraft hat er von seinem Vater, einem ehemaligen Basketballspieler, wohl vererbt bekommen. Spielend überwindet er die Latte. Doch über 1,71 Meter kommt er heute nicht hinaus. An seiner Bestleistung von 1,80 Meter war er hier noch ein gutes Stück entfernt. Doch keine Zeit zum Kopfzerbrechen. Direkt nach dem Sprung geht es auf die Tatanbahn zum 60-Meter-Sprint. Und hier dann der Worst Case. Fred bewegt sich eine Sekunde zu früh aus dem Startblock, Fehlstart und somit Disqualifikation. Bitter für den Jungen, denn im Sprint wäre viel drin gewesen. Eine weitere Chance bietet sich ihm nun aber im Hürdensprint. Ja, und hier zeigt er, welch ein Turbo er zünden kann. Er gewinnt das Rennen klar vor seinen Kontrahenten. Als letzte Disziplin steht nur noch das Kugelstoßen an. Und auch wenn die Statur des Nachwuchsasses nicht an die eines klassischen Kugelstoßers erinnert, macht sich hier das viele Training bezahlt. Mithilfe einer perfekten Technik stößt er die Gummikugel weiter als seine Konkurrenz und kann somit auch diesen Wettkampf für sich entscheiden. War ganz okay. Bei 60 Meter, da war ich irgendwie sehr nervös und konnte dann durchlaufen, weil ich eben Fehlstart gemacht habe. Ja, sonst bei den Hürden war es auch ganz okay. Nach dem Wettkampf dann nach Hause gehen, das kommt für den Sportcrack nicht in Frage. Er bleibt und unterstützt lieber noch die anderen, die in den verschiedenen Disziplinen weiter gegeneinander antreten. Die Liebe zum Sport und zur Leichtathletik im Speziellen ist bei ihm nicht zu übersehen. Fred Isaac ist eben dieser eine aus einer Million und so kann sich Berlin vielleicht bald freuen, einen weiteren olympischen Teilnehmer und vielleicht auch Medaillengewinner stellen zu können.